es besser, du ziehst deine goldenen Schuhe an. Die goldene Schuhe. Ja, ich zieh auch keine Sandalen. Mann, sieht das aus hier. Ich habe alles hier voll mit Wasser und mit Milch. Ja. Und mit Schuhen. Hier. Ich stolper über Schuhe und okay. Die Mama, so desinteressiert an ihren Kindern. Ein Fall für das Jugendamt. Sehen Sie morgen in Harzer TV. Harz und herzlich. Harz und nicht mehr herzlich. Harz, aber herzlich. Ist das richtig, Sandalen anzuziehen bei diesem Wetter? Ist das nicht ein Gummistiefelwetter? Gummistiefelwetter. Moment, wir müssen gehen. Wir wollen nicht gehen. Wir müssen. Lass Lumen in Ruhe. Papa, ich glaub, ich bin. Ich habe einen schönen Pullover an. Ja, ist gut aus. Ja, Papa schneidet sich gleich an. Er ist gar nicht. Gar nicht sehr um deinen Pool so. Ja. Papa, der Hest ist. Wenigstens einer. Die Lampe ist cool. Gute Idee, ganz simpel. Ja. In so einem Raum, den natürlich keiner hat. Von der Größe wirkt das richtig gut. Gewerbepark. Jetzt sagt schon alles. Hier bist du schon im Dead End, bist du hier. Wenn du hier mit deinem Auto landest zur Reparatur, hast du schon verloren. So, du findest also gut, dass sie der Meinung ist, du kommst mit dem Kind nicht klar und hast keine Zeit für deine anderen Kinder. Das findest du also korrekt. Nee, ist auch nicht ein bisschen befremdlich. Aber gut, wenn du das so schreiben musst, ja, sie hat schon recht, ne? Dann ist sie, sie kommen mit allem klar, dann kriegen sie nichts. Also du musst schreiben, du kommst nicht klar. Damit du Förderung kriegst. Das wollen wir auch mal festhalten. Also damit nicht, damit wir Förderung kriegen, sondern damit Lumen eine Förderung erfährt. Da muss man als Eltern schreiben und man kommt damit gar nicht klar. Das ist unglaublich. Warum? Warum gibt es denn nicht? Kann damit nicht sein, dass Eltern klarkommen mit dem Kind? Ja, die sind schön. Swirls. The world's crazy. Ey, ich muss mein Essen posten. Mit dem Bär die Spam-Lips? Macht man den Gesichter so drauf? Scheiße, ey, kloppt der Kack. Muss ich gar nicht mehr. Warst du schon mal da, oder was? Was? Warst du schon mal da? Heute? Ja? Ja. Ach so. Um eins oder so. Ja, okay. Aber das macht nichts. Ich bin dann einfach die Zeit dann irgendwie hochgeschlagen. Ach Mensch, sie läuft aber weiter, du. Hast du nicht geklappt? Nicht was? Geklappt mit der Zeit. Zeit lebt noch. Da. Second Hand Guide ist da. Da ist der Fahrradsalon und da ist, naja, ist auch real. Haben wir jetzt. Aber was ist eigentlich aus dem Film geworden? Oder? Ja, der ist online. Du musst ja mal gucken. Du musst ja auch online. Geht das noch? Ja, klar. Ach ja, da guck ich mal. Ja. Achso, ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Naja. Das war ja vor ein paar Wochen, wo ich hier ja, war. Das ist, ja, ist es lustig oder wie? Wie habe ich es denn genannt? Also, ich habe bisher nur positive Resonanz weil, über YouTube. Weil ich drauf bin, oder wie? Oder hat ja, wenn wir alle gefragt, wer ist denn der bekloppte Holländer? Ja. Na, ich brauche eben den Moment. Okay. Dann
Ich hol mal vor. Super. Ne? Ja, machen wir das. Gut. Alles klar. Yippie, ich hab einen Hänger verkauft. Ja, der letzte Hänger, den ich zum Verkaufen hatte, bis auf diese kleine Krücke hier, den habe ich verkauft. Jetzt muss ich den herauspellen. Was schaust du, Frank? Was? Was schaust du so, Frank? Ich weiß nicht, wegen der Fahrradpumpe sind welche von denen... Beide gleich. Passt? Das war der nicht. Einfach bleib und los. Cool. Ja, schaffst du. Genau, mach mal deine Tür nach unten, dann hast du den Platz und einmal durch muss ich. Also einmal sowieso. Ah ja. Bisschen. Gucken wir mal, ob er noch mitnimmt. Jetzt ist er dann ja, jetzt ist er ja draußen. Jetzt kann man den mal begutachten. Hast du ihn gesehen draußen? Ja, ich habe ich habe hier auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Da kann ich in Ruhe einladen. Hoffe ich, wenn er jetzt nicht gleich kommt. Naja, der wird... sich hoffentlich nicht sofort abschleppen lassen. Ja, naja, ich würde ihn jetzt einladen. Ja. Genau, ja. Guck mal, ob der reinpasst. Ich probiere das erstmal, aber... Aber wenn du jetzt ein VW bist, passt eigentlich. Ja. Ich komme dann, wenn ich ihn drin habe. Alter, kommt der an mit einem Bulli? Passt das in einen Bulli rein, der Hänger? Ich sage, aber stimmt, klar. VW-Bus ist überhaupt kein Thema, passt so ein Hänger rein. Ja, muss... Kommt mit dem Bulli an. Ich denke, irgend so ein Drecksbulli. Ja, oder so. Und komm raus, ey, steht da ein brandneuer VW T6. Oder was? Wie ist ja eine welche Generation jetzt auf dem Markt ist? T6. Mit 35 Kilometern auf der Uhr. Habe ich gerade abgeholt. Vollleder, Luxus. Pur, ich glaube 80.000 Minimum kostet so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Highline-Ausstattung. Volles Programm. Ich riech so ja nach Neuwagen gerade. Ich habe das Ding nur einmal reingeholfen. Man macht ja eine Folie auf die Vollledersitze, klappt die um, Folie ruf und knallt den Hänger hinten drin. Ich dachte, ich faule. Oh Gott, das ist ein und ich krepel rum und suche seit Wochen einen Bulli für uns, der irgendwie bezahlbar ist und krepel irgendwie rum und mach und tu 80.000 Minimum. Minimum? Also okay. Highline Executive Ausstattung, Vollleder, Hänger von 1970, drin. Klappe zu, passt doch. Das sind Unterschiede, ey, Alter, mein lieber Herr Verwalter. Naja, ich arbeite mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht kann ich mir in 10 Jahren auch so ein Ding leisten. Ich bin trotzdem wirklich zu geizig, für so viel Kohle hinzuschmeißen. Irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre voller Arbeit oder was. Oder mehr. Einfach wegzuschmeißen. So voll deines Lebens in so ein Auto rein zu ballern. Naja. 35 Kilometer. Hab ich gerade abgeholt. Nicht schlecht. Na gut. Nur mal so am Rande. Ne? Carsten, ein Rad, das nicht für Carsten ist und Carsten doch gekauft hat. Ich weiß nicht, ob ich das Video schon veröffentlicht habe. Von Carsten, ein Rad, das nicht für Carsten ist. Jetzt ist es Carsten sein Rad, was Carsten doch, was, ja. Jetzt ist es Carstens Rad, was nicht für Carsten ist und doch von Carsten ist. Folgende Situation, alles geil, er hat es bezahlt schon vor Wochen,
aber er benötigt noch Hörnchen. Die Griffe will er nicht, er will Hörnchen hier dran. Zack. Naja. Jetzt habe ich ihm andere Griffe besorgt. Moin. Hallo. Griffe besorgt für Carsten. Ich hoffe, die gefallen ihm auch. Kann man das diesmal ja nicht bei den Dingern. Baba, Entschuldigung. Denn die haben hier Löcher in den Seiten und da kann man den Lenker sozusagen durchgucken lassen. Meine Frau kommt ja auch nicht raus. Was ist denn los, ey? Die hat sich nochmal ins Bett gelegt. Die ist total schlapp immer auf der Brust. Heute waren wir beim Arzt. Wegen Lumi. War nicht beim Arzt, bei einer noch viel schlimmeren Stelle. Beim Jugendamt. Beim Jugendamt. Du musst zum Jugendamt oder zu seiner Jugendschutzstelle oder... Das sage ich jetzt auch total falsch. Familien, Psychiatrie, psychiatrischer Dienst. Da muss man hin. Oh, muss ich nochmal nackig machen da. So, ich baue jetzt einfach mal die Griffe hier an. Dann mache ich hier die Hörnchen ran und dann schaue ich mal, wie das Ganze aussieht. Fertig. Der Trollo vom Fahrradsalon. Ups. That's me. In der Doku habt ihr gesehen, wie die Dinger gemacht wurden. Aber wie ich die in Auftrag gegeben habe. Jetzt sind sie da. Secondhand Guide. Mit mir. Als Werbepartner sozusagen. Ich habe die Nummer 14. Fahrradsalon, Fahrradvermietung, Verkaufsservice, Brückner Straße 2223, 12047 Berlin, Kanal YouTube Fahrradsalon. Kanal YouTube Fahrradsalon. Okay. Finde ich gut. Bin ich drin. Kann ich jetzt an Leute verteilen, die es haben mögen. Fußball läuft gerade, wa? Ich habe keine Ahnung von Fußball, ey, ohne Scheiß. Ich weiß überhaupt nicht, wer das spielt, wie, warum. Tor oder so. Ja. Da esse ich doch glatt noch eine Waffel lieber. Erster Auftrag heute. Banane-Auftragsposition. Schlauch, Reifen, Felgenmann tauschen. Bei dem guten Stück, das wurde jetzt wirklich gefahren bis zum Erbruch. Mehr geht nicht. Und überall kam der Schlauch schon durch, schlug so Beulen. Sah aus wie so ein Darm, so ein kaputter. Überall. Und jetzt kam er auch nur, weil er dachte, er hat eine 8. Ich sag, nee, das ist jetzt... Das ist einfach zu viel des Guten. Irgendwann ist Ritze. Wie geht das dir? 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 Ja. Mama! Mama! Ah. Schrei als hier! Quatschkopf! Was ist mit Trauert los hier vorne? Hat's viel Papa! Gefallen? Du bist so weit nach unten gehalten, dann noch anfahren, so ein bisschen. Ja! Jo!
Moin. Kann man denn Fahrradschläuche kaufen? Welche Größe brauchst du denn? Ich habe meinen alten dabei. Fantastisch. Steht was drauf? Zufällig? Okay, ja. 6 Euro kostet der Schlauch erstmal. Und dann ein Schlüssel. Grüße. Ja, du kannst das. Ja, also kannst du das hier machen. Ich gebe dir deinen Schlüssel. Das Ding ist fertig. Cool. Geil, war gerade. War ein junges Mädel da. Und die hat ihren. Wollte nur einen Schlauch haben, hat den Schlauch selbst geflickt. Finde ich gut. Also nicht geflickt, sondern getauscht. Aber hat es halt selbst gemacht, ne? Einfach genommen, getauscht, fertig. Nicht irgendwie hier so ein Pippi, sondern gleich Rad auf den Kopf gestellt, zack, angefangen, abgeschraubt. Keine Ahnung, so richtig gehabt, in welche Richtung man die Schrauben dreht oder so, aber hat es gemacht, hat es probiert und hat es geschafft. Also. Manchmal ist es auch geil, einfach mal probieren. Probiert, ob was schafft, ob was nicht selber könnt. Könnt ihr Geld sparen. Vor allem lernt ihr was dabei. Wenn ihr das sinnvolles Wissen, kann man immer wieder gebrauchen. Ja. Fand ich gut. Hat mich erfreut wieder. Was hier? Bremsbelag. Connect. Sieht aber sehr platt aus. Okay. Ja, gibt's da Froschrad? Da kannst du nochmal pumpen. Sind. Und dann wird irgendwann mal. Ja, hab ich. Ja, kannst du haben. Ja, wird alles aufgenommen. Hier. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Kleiner Bericht von heute. Also. Viel passiert ist ja nicht, weil ich war ja auch nur recht kurz da und in dieser Zeit war auch zweimal Fußball. Also zwei Fußballspiele, in denen in der Zeit passiert ja wirklich überhaupt gar nichts. Ich habe aber was gekauft und zwar habe ich einen Zoomkist-Automat gekauft. Ein Zoomkist-Automat, müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein... Sieht aus wie so ein Zigarettenautomat von früher, der an der Straße stand und da wurde Zoomkist... Säfte wurden drin verkauft, so diese Pakete. Den habe ich gekauft. In einem wirklich guten Zustand. Auf D-Mark natürlich noch gemünzt. Und dazu habe ich noch ein Toilettenpapierhalter gekauft. Den hier. Den fand ich auch ganz nett. Der kommt bei uns oben angeschraubt, denn in die Bude ein lateinisches Unterrichtsbuch für Drogisten von Otto Ziegler. Auch ein schönes Stück. Linimentum, die Beschmierung. Linimentum, das ist das, was wir mit der Tür hier machen. Und zölliges Werkzeug. Das war ein ganzer Steckschlüsselsatz von Brittool. Ein schöner Satz mit Nüssen, mit biegsamer Welle. Auch gut. Also, ich habe gleich Feierabend. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich finde es toll, dass ihr dabei seid. Schaut euch das ruhig weiter an. Manchmal gibt es interessante Dinge für den einen und manchmal gibt es nicht so interessante Dinge. Das sage ich ab und zu mal, werde ich das immer noch mal betonen und ansagen. Wie gesagt, ich finde es toll, dass wirklich so viele Leute gucken und das ja auch immer so ein bisschen nach oben geht, ein bisschen vorangeht. Das finde ich gut.
Dafür, dass es wirklich ein ganz normaler Alltag ist und gar nicht irgendwie reißerisch oder so inszeniert ist und einfach nur das normale Leben darstellt, das finde ich toll, dass das so interessant ist für viele. Also wirklich, das ist ja nicht irgendwie von RTL oder sonst wem in Szene gesetzt hier. Das ist einfach so wie das, so wie der Tommy das macht. Das ist gut, finde ich gut. Ein neues Laufrad für hinten. Und du hattest mir ja hinten hier letztlich die schwarze Leerlaufritze drauf gesetzt. Ja. Kannst du mir die hier drauf setzen? Ich wollte die nämlich jetzt austauschen. Ist das notwendig? Ja, vom Design her einfach nur. Oh, Freunde, ja. Ich bin Architekt. Na und? Ich bin bekloppt. Na, ein bekloppter Architekt. Das sind die Besten. Was architektierst du denn so? Ich bin Krankenhausplaner. Kennst du das Bettenhochhaus hier in Mitte? Nee. Das, aber die Charité da, ja? Das hohe Gebäude, was die da ja? Neu gemacht haben. Das habe ich gemacht. Geil, noch ein Auftrag. Vom Architekten. Auftrag vom Architekten. Einmal umschrauben, bitte. Morgen sehen wir weiter. Also bis dann. Schlaft gut. Ciao, euer Tommy.